Hallo zusammen, hier ist wieder euch da und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute gibt es wieder eine weitere Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dahingehend war ich wieder auf verschiedensten Servern unterwegs, habe mir Gold rüber traden lassen und mir das ein oder andere Item geholt. Und was ich mir hier gegönnt habe, werde ich euch gleich zeigen. Wir sind hier auf dem englischen Server Draenor. Ich habe mir hier einen Testchar erstellt und ja, Testchars gehen jetzt wieder. Die waren jetzt zeitweise seit Pre-Patch-Release nicht möglich zu erstellen. Jetzt gehen sie wieder. Ich konnte mir den hier basteln. Wichtig ist das Level von dem Char, dass ich auch die Items erlernen kann, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir hier einiges an Gold rübergetradet. Und zwar haben wir nämlich zwei Items gekauft. Ich zeige euch die mal. Einmal haben wir hier ein Shirt, das nennt sich Rohlingshemd. Und dieses Rohlingshemd habe ich mir gekauft für 390.000 Gold. Das ist ein Item, ja, das man schon lang nicht mehr im Spiel kriegen konnte. Das ist ursprünglich mal ein Starterhemd für die Untoten und Ork-Schurken gewesen. Hatte ich leider mir zu Classic Burning Crusade, als es noch gab, nicht holen können und seit wahrscheinlich dem Cataclysm Revamp ist es nicht mehr im Spiel erhältlich. Normalerweise ist es so im Durchschnitt auf den verschiedenen Servern 1 Million Gold wert. Hier habe ich es für 390.000 bekommen, ist auch noch ein Haufen Gold, aber zumindest ein Ticken günstiger als so der Durchschnitt von den EU-Preisen. Genau, das haben wir uns zu allen gekauft. Und das zweite, was teilweise noch ein Stück teurer ist, ist hier ein Item, das noch nicht aus dem Spiel removed ist, was ich mir trotzdem für fast 1 Million Gold gekauft habe. Und zwar die Stiftung eines verlorenen Zeitalters. Und wer meine Collection-Update-Videos regelmäßig verfolgt, der weiß, dass das eins der wenigen Items, oder zeitweise war es das einzige Item noch, was mir gefehlt hat, was man sich kaufen kann für meine Collection. Und ja, jetzt habe ich es gemacht für 1 Million Gold hier. Auch auf Draenor haben wir das gefunden. Und hier für 975.000, da liegt der Region Market Value bei 1,6 Millionen. Also ich habe es auch ein Stück günstiger gekriegt, aber ja, Millionen für ein Transmog-Item ist natürlich einiges. Die Dropchance von dem liegt bei so einer unterirdischen Zahl, dass auch auf WoW Head keine Daten da sind. Es liegt im 0,000 irgendwas Bereich bei den Mobs in Uldaman. Genau, Uldaman ist das Richtige. Und ja, da habe ich mich entschieden, komm, wenden wir mal das Gold auf, holen uns das endlich, nehmen das Shirt hier auch noch mit, wenn es auf dem Server ist. Und ja, was haben wir jetzt insgesamt ausgegeben? Die zwei Items zusammen sind 1,365 Millionen, also 1.365.000 haben mich die beiden Items gekostet. Ich habe das hier bei einem Händler umtauschen lassen. Also es gibt verschiedene Gruppen in Discords. Ich war jetzt auf WoW Market unterwegs, da gibt es Leute, die tauschen dir das Gold von einem auf einen anderen Server um. Jetzt, wo die Testchars wieder funktionieren, ist es recht praktisch. Stelle ich mir einen Testchar, gibt ihm das Gold auf dem einen Server, kriegt das Gold auf dem anderen Server und kann dann direkt die Items lernen. Natürlich machen die das nicht aus Nächstenliebe, sondern die verlangen dann eine Gebühr. In dem Fall waren es 15%. Heißt, mit Gebühr liegen wir jetzt dann bei 1.570.000 aufgerundet. Das waren ein paar hunderter Stellen hinten raus, aber die runden wir jetzt mal auf. Also 1,570 Millionen, was einiges ist. Über 1,5 Millionen habe ich jetzt ausgegeben für die beiden Teile. Aber wenn ich die jetzt versucht hätte, auf einem anderen Server zu kaufen, dann wären die Sachen, wenn da nicht drin gewesen. Oder ich hätte das X-Fache gezahlt, also bin ich so tatsächlich günstiger gefahren. Ich habe nämlich letztens im Stream so ein bisschen, so einen kleinen Shopping-Stream, da wurde ich auch ein bisschen angestachelt, mir noch ein paar mehr Items zu kaufen. Heißt, ihr könnt euch drauf gefasst machen, da kommen jetzt dann demnächst noch ein paar mehr Waste-of-Money-Videos. Ich werde mir noch das ein oder andere Item holen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende. Ich würde aber vorher, bevor wir jetzt hier abschalten, noch einmal die Transmogs natürlich lernen und wir können uns die Items auch anschauen. Also das sind die Schultern. Ich habe nie behauptet, dass die hübsch sind, ja. Die sind nur selten. Und das Hemd können wir uns natürlich lediglich ansehen, wenn ich hier einmal die Brust ausziehe. Moment, jetzt machen wir das auch mal. Okay, ich glaube, wir machen den schicken Tauren mal nackig, dass wir das vernünftig sehen können. Wenn wir schon fast 400.000 für so ein scheiß Hemd ausgegeben haben, dann wollen wir uns auch natürlich einmal anschauen. Und ihr seht, das hier ist das Hemd. Sieht jetzt an dem Tauren nicht sonderlich specialig aus. Auch das ist nicht sonderlich schön, aber selten. Und sind zwei Items, die ich quasi mehr in der Sammlung habe. So, dann lernen wir erstmal die Stiftungen hier der verlorenen Zeitalter. Die sehen halt echt richtig kacke aus, ja. Die hätten wenigstens ein bisschen cool aussehen können.
Und wobei es gibt ein Schild, das auch so ein Schildkrötenpanzer ist. Da könnte es vielleicht dazu passen. Also man könnte so ein Schildkrötenset vielleicht draus basteln. So, und das Hemd lernen wir auch noch. Und ja, damit wären wir dann auch schon am Ende von dem Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut ihr das nächste Mal wieder rein, wenn ich wieder einen Haufen Gold auf den Tisch haue und mir irgendwas Sinnloses kaufe. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Euch bis zum nächsten Mal. Ciao.